Und da gab es halt auch gewisse Zeiten, wo es nicht mehr so cool war, zur Schule zu gehen und wo ich mir echt überlegt habe, welchen Schulweg ich dann nehme. Mein Opa hat mich dann wieder zur Schule gefahren, in Uniform, weil der war in der Werbelinstraße unten, das war sein Abschnitt. Da hatte ich, glaube ich, dann so ein bisschen so ein Schutzschild auf. Aber ansonsten hat es da begonnen, sich zu drehen. Leider haben dann auch die anderen Leute haben dann gesagt, ey, das klappt ja, das ist ja cool, ja. Also warum habe ich mich eigentlich immer benommen? So, und dann lief das auf einmal eine ganze Zeit lang aus dem Ruder. Und gerade Neukölln war dann irgendwie echt ein Problem. Ich erinnere mich an eine Szene, da war ich, also mein Opa hat mir so ein paar Sachen beigebracht. Das heißt dann, also jetzt kommt ein Faustschlag von vorne, wie wehrst du dich dagegen? Und ich habe mit meinem Onkel, habe ich geboxt. Ich habe die Boxhandschuhe hängen bei mir zu Hause immer noch an der Wand. Ja? Leder, gute, schöne Lederhandschuhe. Das habe ich gerne gemacht, aber es war nie meins so richtig. Gewalt wusste ich eigentlich immer schon einzuschätzen, weil ich, darf es eins nicht vergessen, ich glaube, es war damals auch noch die Zeiten RAF und alles möglich. Ich habe einen hohen Sensor für aggressive Stimmung und ich habe auch einen hohen Sensor für negative Energien. Und mein Opa, als der damals noch, wie hieß das, glaube ich, Richardplatz, war der auf der Wache. Wenn ich hinten rumgegangen bin und ich durfte ihn immer besuchen auf der Wache, da lag immer eine schussbereite Maschinenpistole unterm Tresen. Das heißt, wenn wir beide uns unterhalten haben, hätte ich ganz normal hier unten greifen können. Wusste natürlich der Bürger nicht, aber damit aufzuwachsen war schon immer auch natürlich dann, wenn du dann mitbekommen hast, dann waren Demonstrationen oder egal was, war halt irgendwie eine andere Zeit und das habe ich auch so aufgenommen. Ich habe dann irgendwann mal, wir waren auf dem Weg zum Schwimmunterricht und ich saß neben meinem besten Freund damals und ich sah so, ey, ich kann was. Ja? Und er sagte so, mach mal einen Faustschlag. Und das ist ein bisschen in die Hose gegangen, weil er hat nämlich ein Ding auf die Nase gekriegt von mir. Und da habe ich gemerkt, oh, da ist Kraft hinter. Ja? Und das andere Mal, da wollte ich irgendwie was schlichten auf dem Schulhof und habe dem auch eine gegeben und der ist halt umgefallen. Also ich habe viele körperliche Auseinandersetzungen in meinem Leben gehabt, viele, wirklich viele. Ob es jetzt durch die Polizei war oder ob es halt, ich habe viel auch im Sicherheitsbereich, ich habe viele Türen gemacht und alles mögliche. Aber eigentlich ging das immer, aber es gab immer Regeln. Wer unten liegt, da hörst du auf. Nie ein Messer, nie irgendetwas anderes. Immer gleiche Verhältnisse. Kein Großer gegen einen Kleinen. Also es war immer auf Augenhöhe. Aber nee, es ging eigentlich immer alles gut. So. Nee, es war wirklich eine friedliche Nummer. Viel, also ein bisschen Brunftgehabe, was wahrscheinlich auch normal ist, ja. Gerade wenn du dann irgendwie in diese Pubertät kommst. Wo ich mich heute noch bei meinen Großeltern entschuldigen muss, ja, wie ich da so war. Meine Großeltern haben in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt. Ja, als ich da eingezogen bin als kleinen Frankie, haben die ihr Schlafzimmer gehabt und ich hatte dann so ein Nebenbett, damals noch ein Klappbett. So. Und das wurde dann morgens wieder zusammengeklappt und dann sah das irgendwie ein bisschen netter aus in der Wohnung. Das war jetzt keine große Wohnung, ich weiß nicht, 50 Quadratmeter oder sowas. Da haben wir halt zu dritt gewohnt. Meine Großeltern waren ja schon aus allem raus. Also ich meine, die haben jetzt nicht drum gebettelt. Die hätten eigentlich auch einen wunderbaren Lebensabend. Die hätten schön auf Kreuzfahrten gehen können. Irgendwann die Beige-Krankheit, ja. Und dann tragen wir hier halt Beige bis an unser Lebensende und füttern Enten. Hätten die ja alles haben können. Und dann auf einmal kommt, wie alt war mein Opa? Ich glaube 47 oder sowas. Kommt auf einmal noch so ein Baby. Auf einmal geht alles wieder von vorne los. Und das ist das vierte Kind gewesen. Krass. Und naja, und dann kommt auf einmal Frank und sagt dann auf einmal so, ja, Privatsphäre und sowas. Also dann haben die es tatsächlich gemacht, dass die Wohnung so umgebaut haben, dass die im Wohnzimmer dann sich so ein Schrankbett geholt haben und mir ermöglicht haben, dass ich ein eigenes Zimmer habe. Also aus heutiger Sicht, ja. Jedes Wort, was ich da verloren habe und alles, was ich da gesagt habe, muss ich mich tausendmal für entschuldigen. Aber ist halt so. Ich war damals irgendwie, dachte dann irgendwie, das wäre jetzt auch normal. Was es für Diskussionen gab, wenn ich telefoniert habe, ja, weil ich dann die Schnur rübergezogen habe. Und damals gab es ja noch dieses Taktsystem. Also von wegen hier unlimited, nix, ja. Sondern dann stundenlang und so, nein, du legst auf, weißt du, dann das erste Mädel, mit dem du telefonierst und alles Mögliche. Total krass.